Raumstation ab. Da wäre doch bestimmt mehr gegangen. Aber den Raum nehmen wir noch mit. So, der Raum ist leer, wir haben wieder zig gegnerische Einheiten ins Jenseits befördert. Und kommen nun so hier an die Daten, die man retten muss. Kommen wir nun zum Fazit zu Star Trek Online. Grafisch top, spielerisch im Moment noch eher ein Flop, denn es ist stupides Rumballern und ja, es kommt nicht so wirklich die große Spieltiefe auf. Finde ich persönlich relativ schade. Es gibt im Prinzip zwei verschiedene Modis, die für mich Potenzial hatten, nicht alles ausgenutzt wurde am Potenzial. Es gibt einmal den Modi, wo man im Schiff unterwegs ist und Missionen im Flug macht. Und es gibt den Modi, wie hier, wo man auf Stationen unterwegs ist und sich da durch die Weltgeschichte ballert. Das muss man schon einfach so sagen. Im Prinzip ist das aber auch alles. Stupide Ballerei. Und dann ein paar Fertigkeiten vergeben. Für Trekkies sicherlich ein richtig gutes Spiel, die werden ihren Spaß dabei haben. Aber für Leute, die eigentlich nichts mit Star Trek zu tun haben und auch nicht so Science Fiction begeistert sind, die wird sicherlich nicht dazu bringen, mit anderen Rollenspielen wie World of Warcraft aufzuhören. Dazu ist das Spiel einfach nicht gut genug. Das ist, muss man so hart sagen, wie es ist. Wir hoffen, da tut sich noch einiges in nächster Zeit. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Und wer das Spiel selber mal testen und spielen mag, der sollte am 13.02. mal im CS-Mag reinhören. Denn da verlosen wir zwischen 19 und 21 Uhr einmal Star Trek Online inklusive 30 Tage Spielzeit. Da könnt ihr dann auch mal reinschauen in das Spiel und spart euch die 50 Euro Anschaffungskosten, die das Spiel im Moment in etwa kostet. Damit verabschiede ich mich erstmal. Das war unser erster Eindruck zu Star Trek Online. Wir sehen uns garantiert wieder hier im YouTube-Channel. Bis dahin macht's gut, euer Nils Peschke fürs CS-Mac.